Abwasserkanal. Das mundet. Hier kann man ab sofort... Da sind Ivys Ranken. Und da ist das Lager. Gute Arbeit, Rotschopf. Zeit, da reinzugehen. Rein. Klopf, klopf. Okay, da ist der Tresorraum. Sieht nach einem Standard-3-Karten-Sicherheitsprotokoll aus. Ja. Also wirklich. Standard 3, wieso stimmt. Lernen diese Leute nie was dazu? Hoffentlich verbergen sich die Schlüssel tief in den Taschen dieser Tigerwachen. Hole die Karten. Es muss schnell und möglichst unsichtbar sein. Eine falsche Bewegung, dann springen die Sicherheitssysteme an und der Tresorraum verriegelt sich. Dauerhaft. Protokoll 10 tritt in 10 Minuten in Kraft. Von 3 haben wir. Hat er Nummer 3? Ja. Das sind alle Schlüssel. Nächster Halt, Sicherheitszentrale. Soll ich das machen? Soll ich da hinten lang? Krabbel? Ja. So wird mich niemand hören oder sehen. Was haben wir denn hier? Wo kommen wir denn jetzt dahin? Ach, ich habe die Schlüsselkarten. Als nächstes muss ich vom Kontrollraum aus den Tresorraum öffnen. Jeder hat eine. Arschkratzen. Klasse. So. Jetzt diese Standard 3 Sicherheitstechnik-Kacke benutzen. Was ist los? Jemand öffnet den Tresorraum. Ist das eine Übung? Ja. Keine, die angekündigt wurde. Zuhört, im Bereich ist irgendjemand. Verteilt euch und sucht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Bewegung! Das gefällt mir nicht. Glaubst du, das ist Batman? Ich hoffe nicht. Für ihn gilt ein Sonderbefehl. Mit ein bisschen Glück ist es nur Puck aus Arkham, das reich werden will. Dann amüsieren wir uns ein bisschen. Okay, dann viel Spaß. Wer wird sich denn zuerst mit mir amüsieren? Ich glaube, der hier. Der sieht ganz gut aus. Mann ausgefallen! Mist. Wir haben einen Mann verloren. Belassen wir es dabei. Das war leider nicht möglich. So gern ich es auch gewollt hätte. Ihr wisst sicherlich, wie gern ich es will. Die sind ja jetzt irgendwie alle ziemlich scheiße. Kann ich sie irgendwie hierher locken? Keine Spur vom Ziel. Pass auf, wo du hinzielst. Ziel weiter verfolgen. Konzentriert bleiben. Genau, komm du erstmal hierher. Nein. Ziel gesichtet. Ich wiederhole. Gesichtet. Granate!
Wie konnte das denn passieren? Ja, man ist unsichtbar. Quasi sowas so in der Granate. Art. Granate! Ziel verloren. Verfolge Ziel. Habe Kontakt zum Ziel verloren. Das kann ja mal passieren. Kein Grund hier rumzuschreien, ja? Durch. Bewegung! Weiterer Verwundeter bei meiner Position. Da scheint die beiden da gar nicht zu stören. So könnte ich ihn vielleicht kriegen. Habe Sichtkontakt mit Catwoman! Nö. Hier Tiger 54. Wir haben Sichtkontakt und können bestätigen, dass das Ziel im Stahlwerk ist. Ich wiederhole, Batman hat das Stahlwerk betreten. Gut. Setzen Sie das Stahlwerk auf die Liste der wichtigsten Ziele. Protokoll 10 wird sowohl Batman als auch Joker vom Angesicht der Erde fegen. Ziele markiert. Das Stahlwerk ist nun ein Ziel der Prioritätsstufe Alpha Rot. Anzahl der Bomben um 500% erhöht. 500%. Machen Sie 1000 daraus. Verstanden. Noch 3 Sekunden. 2. 1. Zählt mal durch. So, das war's auch hierfür. Und jetzt geht's in den Tresor. Ein Teddy. Anscheinend hat das Kätzchen die Sahne gefunden. Na dann, versuch mich mal mit deinem Gestrüpp einzufangen. Ich warte. Ups. Oh, tut das sehr weh, Ivy? Das ist aber gemein. Aber deswegen sind wir hergekommen. Es sieht aus, als hätten wir unseren Eindringling. Erteilt dir eine Lektion. Oh, das ist ein ausgesprochen guter Tag. Batman wird schon bald tot sein und jetzt habe ich auch noch sie, Miss Kyle. Ey! So, die hat sich eben schon gedrückt. Zu lange. An alle, wir haben Sichtkontakt. Das Stahlwerk wurde getroffen. Ich wiederhole, das Stahlwerk wurde neutralisiert. Gut. Warten Sie, bis Protokoll 10 abgeschlossen wurde. Und schicken Sie dann eine Gruppe rein, um Batmans Leiche zu bergen. Oh, das heißt, eine Entscheidung ist fällig. Mein Hauptziel ist, mit der Beute zu flüchten. Aber ich sehe mir Batman ja hier liegen. Batman. Hey, Selina, du schaffst das. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Er ist Batman. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Das war der letzte Satz und eigentlich... Naja, eigentlich... Der letzte Satz ist immer der richtige, aber ich weiß, was passiert, wenn man geht, dann ist das Spiel vorbei. Ist alles wieder zurückgespult und ich stehe wieder hier und habe dieselbe Entscheidung nochmal zu treffen. Das kann ich dann 500 Mal machen. Ich kann immer wieder rausgehen, aber es läuft darauf hinaus, dass natürlich Batman... Seit wann hast du eigentlich ein Gewissen? Könnt ihr euch im Internet ansehen, was passiert, wenn man rausgeht. Schaut euch das an. Als Frau hat man nichts als Arbeit. Halt durch, mein Hübscher. Ich werde dich retten. Ich gehe natürlich.
den richtigen Weg. Dachte ich. Wo muss ich denn hin? Im Stahlwerk. Also in das Stahlwerk. Das ist hier. Ja. Das heißt, es ist weit. Großartig. Weit weg. Siehst du, was ich für dich aufgebe, Batman? Ja, ja, laber nicht, Selina. Da sind wir schon. Tja, wen haben wir denn da? Ich dachte, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Hast recht. Glaube, ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Bleib du lieber grüblerisch. Die Witze übernehme ich. Ich schätze, wir wissen jetzt beide, was Protokoll 10 ist, nicht wahr? Wenn du es stoppen willst, wirst du dich beeilen müssen.